Photovoltaikanlagen sind ja grundsätzlich immer eine gute Idee. Doch was, wenn der Winkel einfach nicht gut ist für eine Photovoltaikanlage, beziehungsweise zum Beispiel nur eine Fassadenanlage möglich ist? Was hat das für Auswirkungen auf den Ertrag, beziehungsweise hat das eventuell sogar Vorteile? In diesem Video wirst du es erfahren. Nach dem Intro geht's los. Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, wie im Intro gerade angesprochen, geht es heute ums Thema Ertrag je nach Neigung der PV-Anlage. Ich habe einige Anlagen bei mir am Laufen mit 20 Grad, 40 Grad, 75 Grad und Ost-West. Die 20, 40 und 75 Grad Anlagen sind plus minus ein paar Grad exakt nach Süden ausgerichtet. Also kann man das Ganze relativ gut vergleichen. So. Ich habe das Ganze ja schon im Winter gemacht, da war es ja recht eindeutig, dass eine Fassadenanlage durchaus hohe Vorteile hat. Ja, das, ich kann es einmal verlinken, habe es zwar schon x-mal verlinkt, ich glaube, das kennt jetzt schon fast jeder. Und das Ganze machen wir jetzt natürlich auch im Sommer nochmal. So, jetzt habe ich einfach mal einen Juni hergenommen und ich habe jetzt da so einen Zettel da, deswegen verzeiht mir das, wenn ich gerade ein bisschen hin und her switchen tue. Schaut jetzt folgendermaßen aus. Ich vergleiche das Ganze immer runtergerechnet auf ein KWP oder auf ein KW Leistung, weil sonst kann man das Ganze ja nicht vergleichen. Und würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der 20 Grad Anlage. 20 Grad Anlage hat gebracht im Juni 172 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Die 40 Grad Anlage 157 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Die 75 Grad 112 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak und die Ost-West 149 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Was heißt das jetzt? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das kann man jetzt prozentual natürlich umrechnen. Ja, die beste Anlage war diesmal natürlich wie zu erwarten die 20 Grad geneigte Anlage. Weil im Sommer eben ein flacherer Winkel natürlich Vorteile hat, ist klar. Das heißt, im Vergleich zu einer 75 Grad geneigten Anlage hat die 75 Grad Anlage 65% vom Ertrag einer reinen Südanlage. Ja, ist eigentlich logisch, hat sich eigentlich jeder wahrscheinlich schon gedacht. So, aber ist es jetzt wichtig, ist es jetzt interessant oder ist es wirklich jetzt so schlecht insgesamt? Weil doch ein gewisser Ertrag von der Anlage im Sommer stattfindet. Ja, und deswegen habe ich jetzt das Ganze nochmal vom 1.1. diesen Jahres bis zum 30.6. diesen Jahres, ja, habe ich das Ganze nochmal so durchgerechnet. Natürlich haben wir da jetzt viel höhere Werte, also diese Kilowattstunden pro Kilowatt Peak ist natürlich deutlich jetzt höher, aber auch da ist was doch interessant. Da hat nämlich die 20 Grad Anlage 610, die 40 Grad Anlage 584, die 75 Grad geneigte Anlage 504 und die Ost-West 477. Und das ist dann doch interessant. Das heißt nämlich, dass die Ost-West-Anlage am schlechtesten ist und die 75 Grad geneigte Anlage bei 83% vom Ertrag liegt der 20 Grad geneigten. Und das finde ich jetzt schon interessant. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit etwas mehr gerechnet, also mit etwas weniger, so muss ich sagen, ja, mit etwas mehr Differenz. Weil so haben es nämlich nur 17%, die Fassadenanlage bzw. die 75 Grad geneigte Anlage der reinen Südanlage mit 20 Grad hinterherhinkt. Und das ist dann durchaus interessant, ja. Jetzt bin ich gespannt, wie das dann weitergeht im restlichen Verlauf vom Jahr. Ja, und dann im Ende Dezember kommt nochmal ein Resümee vom kompletten Jahr natürlich. Ja, aber grundsätzlich finde ich das dann schon ja, durchaus interessant. Das heißt, eine Fassadenanlage ist nicht nur toll für den Winter, sondern macht übers Jahr auch gar nicht so schlechten Ertrag. Also das ist eigentlich in Ordnung. Dann gehe ich noch ganz kurz ein auf die auf dem Wirkungsgrad vom Victron-System. Das ist auch so ein Punkt, da habe ich ein paar Mal jetzt schon in die Kommentare was gelesen, beziehungsweise auch schon die ein oder andere Mail bekommen. Wirkungsgrad, was ist das? Oder wie kann ich das ausrechnen? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, habe ich festgestellt. Ja, manche Wechselrichter geben andere Sachen an wie andere. Ja.
Das eine ist der Ertrag, der von der PV-Anlage runterkommt. Das heißt, rein der Ertrag von den Modulen, also auf der Gleichspannungsebene. Dann hat man natürlich immer einen gewissen Verlust im Wechselrichter und danach hat man natürlich dann irgendeine Leistung, die dann ins Netz geht oder auch einen Ertrag, der ins Netz geht, also die Kilowattstunden. Und da hat man natürlich immer weniger, das ist irgendwo klar. Gute Wechselrichter sind irgendwo so bei 97%, 95%, ja. Das kann man halt im Normalfall auch schlecht nachmessen, weil es auch irgendwie keiner macht. Ja. Wer stellt sich da wirklich hin und macht auf der Gleichspannungsseite nochmal irgendwo so ein Kilowattstundenzählerei auf der Gleichspannungsebene? Das macht ja keiner. Ja. Das heißt, ein AC-Wechselrichter ist natürlich immer super, ja, weil es keiner besser weiß. Beim Victron-System wird es halt ein bisschen unterschieden. Das heißt, beim Victron-System habe ich ja Laderegler mit MPPT, die den Akku laden, bei mir. Und bei vielen anderen natürlich auch. Ja. Und dieser Ertrag wird von den Ladereglern schon mal irgendwo erfasst. Das heißt, so ein Laderegler hat einen sehr guten Wirkungsgrad, der wird auch fast nicht warm. Und dementsprechend habe ich da einen Wert. Ja? Und dann habe ich natürlich noch einen zweiten Wert, das ist die Einspeisung. Ja? Der Fronius-Wechselrichter zählt die Einspeisung, die er ins Netz abgibt. Und das ist relativ genau, weil man ja früher oder immer noch, glaube ich, ist es zulässig, dass man keinen extra Generatorzähler hat, dann wird die Einspeisung von dem Wechselrichter relativ gut sein. Ja? So, jetzt habe ich aber ein Problem. So, die Anlage hat nämlich 2085 Kilowattstunden erzeugt. Ich blende es mir ganz kurz nochmal ein. Ja, so schaut es bei mir jetzt aus. 2085 Kilowattstunden hat die erzeugt. Und wenn man jetzt das Ganze mal ein bisschen subtrahiert, also das, was ich verkauft habe, mit dem, was ich selbst irgendwo verbraucht habe und mit dem vom Netz, was ich noch eingekauft habe, diese paar Kilowattstunden, dann komme ich da auf 81 Kilowattstunden, die fehlen. Das heißt, irgendwo sind 81 Kilowattstunden verlustig gegangen, ja, was irgendwo klar ist. Ich meine, die Wechselrichter haben einen gewissen Eigenverbrauch, die ganze Elektronik, was drin ist, hat einen gewissen Eigenverbrauch. Ist klar, dass das alles irgendwie Strom braucht. Aber was ist das jetzt eigentlich? Das ist, diese 81 Kilowattstunden ist der Verlust von den Wechselrichtern, also der Standby-Strom. Dann kommt noch mit dazu die Wechselrichter, also der Verlust von der Wechselrichtung, also von DC zu AC, hat natürlich auch einen gewissen Wirkungsgrad und natürlich auch vom Akku. Ja, das ist alles miteinander. Und ja, jetzt wenn man da mal schaut, diese 4,5 kWp, die ich aktuell am Akku hängen habe, haben jetzt in der Zeit vom Juni 691 Kilowattstunden erzeugt, insgesamt. Und diese 691 Kilowattstunden, also 154 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak sind das, ja, und von den 691 sind effektiv 610 im Netz gelandet. Und das macht dann einen Gesamtwirkungsgrad von 88,3%. Und ja, und 88,3% für Laden in die Batterie und dann wieder, ja, wieder wechselrichten und das Ganze ins Netz wieder einspeisen, finde ich jetzt nicht schlecht. Also kann man jetzt eigentlich nicht meckern. Im Winter ist das Ganze natürlich etwas schlechter, das ist auch klar, weil im Sommer Tag die Multiplus quasi aus sind. Ja? Die AC angebundene Anlage bringt dann einfach so viel, dass die Multiplus erstmal nichts machen müssen, so lange bis der Akku voll ist, jeden Tag, ja, das sind auch ein paar Stunden und erst dann schalten die Multiplus wieder drauf und speisen natürlich ins Netz ein. Aber grundsätzlich 88,3% finde ich jetzt keinen so extrem schlechten Wert. Jo, das ist mal dazu zum Thema Wirkungsgrad. Aber natürlich gibt es da auch bessere Anlagen. Also ich mag jetzt da die ganzen Wechselrichter von Victron nicht in den Himmel loben. Ja, das wäre alles irgendwo verkehrt. Ich bin da komplett offen, auch für andere Sachen. Also diese gibt es ja diverseste andere Wechselrichter, Hybridwechselrichter, was es alles gibt. Man muss halt immer nur aufpassen, wo gemessen wird. Ja, wird auf der DC-Seite gemessen, wird auf der AC-Seite gemessen und so weiter.
Also da bitte ein bisschen Augen offen halten und dann kann man das Ganze auch beurteilen. Jo, ich denke, demnächst werden ja ein bisschen weniger von den ganzen Auswertungen kommen. Ich versuche jetzt einmal mit der Wärmepumpe ein bisschen weiterzukommen und dann gibt es dann darüber auch ein paar Videos. Ich denke, das ist auch für den einen oder anderen ganz interessant. In dem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!